Heute kam es auf der B286 Richtung Gerolzhofen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ich habe jetzt am Mikrofon den Pressesprecher der Polizei, den Kriminaloberkommissar Peter Heusinger. Was ist da passiert? Der 52-jährige Mercedes-Fahrer war kurz vor 14 Uhr auf der B286 aus Gerolzhofen kommend in Fahrtrichtung Schweinfurt unterwegs und er ist dann dort aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort ist er dann mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammengestoßen und der Mann wurde zunächst in seinem Pkw eingeklemmt. Nach der Befreiung durch die Feuerwehr musste er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer kam mit leichteren Verletzungen davon. Die B286 war zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt und die Feuerwehr hat den Verkehr umgeleitet.